Ja, meine Lieben, herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen Orakel, was heißt neu, Short Message auf dein Gegenüber. Und ja, fand ich wieder sehr, sehr spannend und ich werde dann auch im Nachgang es etwas detaillierter auslegen im Schneckenreport, also für die Mitglieder. Ihr könnt euch freuen, ich werde mir das hier nochmal genauer anschauen, was denn da hier so los ist. So, und wir gucken jetzt rein. Auch hier schauen wir wieder, was erwartet denn dein Gegenüber in den nächsten Tagen oder was ist hier ja, relevant für ihn gerade, was beschäftigt ihn. Und ihr wisst ja, ne, es ist immer ein allgemeines Kollektiv, das muss ich leider immer wieder dazu erwähnen, es ist jetzt keine private Legung. Ja, es kann auch in deinem Blatt hier ganz anders ausschauen, als es hier liegt. Das ist halt nun mal so. Ne? Also wer da gerne eine Legung möchte, ich habe vereinzelt noch im Juli was frei. Ich glaube, ein, zwei Termine habe ich noch. Also wer da gerne nochmal reinschauen möchte, einfach mich anschreiben. Gut, dann schauen wir mal. Wir haben hier einmal die Sonne und einmal das Kreuz. Also großes Glück, was hier schicksalhaft bei deinem Partner ist. Also diese Kombination ist wieder ganz anders zu deuten. Ne? Ihr wisst ja immer, alles, was vor dem Kreuz liegt, ist abnehmend. Aber hier ist es so, dass wir hier das große Glück in der schicksalhaften Fügung haben. Das heißt also, hier ist es nicht belastend, sondern hier ist jemand eigentlich ja, jetzt auf dem besten Wege, glücklich zu werden. Und wir haben hier dich mit dem großen Glück dabei und wir haben hier die Kommunikation. Ja, also hier, wenn, wie gesagt, keine Kommunikation stattfindet, hier werden Nachrichten auf dich zukommen. Es kann natürlich sein, dass er die ein oder andere Sache hier noch belichtet, beleuchtet hat, wo er noch eine Last hatte. Vielleicht in der Kommunikation noch nicht so offen war oder die ein oder andere Sache für ihn noch belastend war, sich mitzuteilen. Aber letztendlich sieht man hier, dass er dich hier auf alle Fälle kontaktieren wird, dir auch etwas sagen wird. Aber das hatten wir schon ja, vereinzelt in den letzten Orakeln immer mal wieder, wo ich gesagt habe, pass auf, der wird dir hier nochmal was mitteilen, erklären. Und so liegt das hier auch. Und wir haben hier weiter in den Klärungskarten einmal das Haus. Also du bist hier schon eine sehr stabile Person, beziehungsweise du bist ein Mensch, der ihm hier Stabilität und Sicherheit vermittelt und ihm auch gibt. Ja, das merkt er, das spürt er. Und hier geht es einfach darum, gewisse Dinge noch abzuschließen, zu transformieren. Ja? Aber er liegt hier mit der absoluten Verbundenheit zu dir da. Ja? Also man sieht hier schon, vielleicht hat er auch noch gewisse Dinge im privaten Bereich zu regeln, die bis dato noch belastend waren. Das kann sein. Wird aber hier abgeschlossen. Na? Und hier sieht man also wirklich die absolute Treue und Verbundenheit zu dir hin. Möchte er auch dir die Treue halten, ne, oder möchte hier auch etwas in die Beständigkeit wieder bringen? Ne? Und hier geht es halt vielleicht noch um ein paar Sachen, ja, die erstmal noch abgeschlossen werden müssen. Aber das wird er dir hier in den nächsten Tagen, ihr wisst ja immer, Zeit ist relativ, nächsten Wochen mitteilen, ne, was hier Sache ist. Wie gesagt, da nehme ich hier noch private Sachen wahr, wo er einfach auch jetzt sagt, so, es ist Ausschluss vorbei. Ich stehe jetzt auch für mich selber ein und ich stehe auch zu dir und dieser Sache. Ne? So, da haben wir sogar das Ende drauf. Ne? Also hier wird irgendetwas beendet. Das haben wir auch hier mit dem Sarg da. Wir haben hier auch eine neue Lebensphase, die reinkommt. Also es ist wirklich das große Glück, dass er schicksalhaft haben kann mit dir, beziehungsweise was er auch so wahrnimmt. Also ich nehme ihn schon in einer positiven Energie auch wahr und man sieht hier ein ganz neuer Abschnitt, der jetzt hier beginnt. Ne? Es ist auch so Zeit des Umbruchs, Neuorientierung. Also es gibt da auch kein Zurück mehr, sondern er möchte jetzt das auch hier durchsetzen. Und wir haben hier die karmische Liebe, das heißt, ja, da haben wir schon, ne? Seelenpartner, wir haben ja auch nochmal den Hund, also Seelengefährte auch. Man ist miteinander verstrickt, ja, also man hat hier mit Sicherheit eine Liebe aus einem alten Leben. Hier haben wir auch mit dem Sarg die Vergangenheit, das heißt, ihr kennt euch schon von früher. Aber man sieht hier, dass hier sehr, sehr tiefe Gefühle zwischen euch sind. Es ist auch eine schicksalhafte Liebe, die euch verbindet und im Endeffekt kann euch nichts trennen, auch wenn die Umstände jetzt gerade etwas schwierig vielleicht noch sind, einige Dinge noch geklärt werden sind, aber das ist eigentlich das, was er will. Ja, er will mit dir hier ins große Glück, er empfindet das auch so. Ne? Ich hoffe natürlich, dass hier viele oder so viele wie möglich dabei sind, aber wir haben, oder was mir auffällt, es sind schon
momentan ein bisschen, wie sagt man denn, außergewöhnliche Orakel, ne? Das kann jetzt auf einige zutreffen, vielleicht auf einige wieder nicht. Deswegen, ne, private Legung, aber hier sieht man, das ist das, was er will. Beständigkeit, Treue, Loyalität, sich mitteilen können, die große Liebe leben. Also besser geht es eigentlich nicht. So, dann schauen wir mal weiter. Ja, da haben wir den Ring, ne? Das ist hier dann eben schon diese Verbindung, die wir hier haben mit dem Schiff. Das heißt, ja, für viele kann es vielleicht eine Fernbeziehung sein, die ihr führt, ne? Vielleicht eben, dass er da noch einiges abschließen muss, regeln muss. Hier geht es vielleicht auch dann um einen Ortswechsel, um einen Umzug. Vielleicht seid ihr eben momentan weiter voneinander entfernt. Ansonsten ist es einfach genau diese Verbindung, nach die er sich schon immer gesehnt hat. Ja, das ist sein Wunsch, sein Traum, das umzusetzen. Wir haben hier die Wege. Ne? Das ist auch, er entscheidet sich auch ganz klar hier für diese Verbindung. Und wir haben hier die Störche. Also hier gibt es eine positive Veränderung, einen Wandel. Und wie ich schon mir fast gedacht hatte, auch beim Rausmischen, dass es hier über einen längeren Weg auch mit Sicherheit mal um einen Umzug geht. Das heißt also, gerade wenn ihr hier eine weitere Distanz zwischen euch habt, ne, Fernbeziehung und man sieht sich nicht so oft, es wird die Entscheidung kommen, dass man umzieht oder eben eine Veränderung hier hineinbringt, dass sich das Ganze hier auch verändern kann. Ne? Also hier haben wir definitiv ja, einen Umzug. Zeittendenz wäre hier innerhalb des nächsten halben Jahres, aber wisst ihr, es kann ja auch ein bisschen länger dauern, ne? Aber hier sieht man schon auf alle Fälle einen deutlichen Wandel drin und er hat sich auch hier ganz klar entschieden, etwas zu verändern. Also das heißt, er will hier nicht mehr mit diesen alten Sachen zu tun haben. Dreierkonstellationen, ja, ganz klar, dann beendet man hier das Private, also man geht aus irgendetwas raus. Wird wahrscheinlich viele freuen, ne? Aber gerade wenn du schon etwas länger darauf wartest, dass dein Gegenüber vielleicht hier auszieht oder umzieht. Ne? Also hier haben wir dann eigene Wohnung. Also hier irgendwas wird im privaten Bereich definitiv verändert, weil er hier eben diese Verbindung mit dir gerne haben möchte. Und das sieht man auch, das ist sein Wunsch. Ja, hier haben wir nochmal die Sonne, auch sehr schön. Und dann haben wir die Blümchen. Also sehr, sehr positive Nachrichten, die hier reinkommen. Ne? Also auch hier wieder die beste Entscheidung. Ich hatte ja die Short Message für dich ausgelegt. Wer die noch nicht gesehen hat, bitte angucken. Es ist auch für ihn hier die beste Entscheidung, die er treffen kann, Altes hinter sich zu lassen. Ne? Und diese Veränderung, die hier eintrifft, die wird ihn auch wieder in die Leichtigkeit und in die Lebensfreude bringen. Ne? Also hier sieht man schon, auch für ihn ist das die beste Entscheidung, das Alte, das Vergangene hinter sich zu lassen, es abzuschließen, na, und wirklich hier komplett in etwas Neues hineinzugehen. Und da arbeitet er auch dran, ne? Also man sieht hier das Handwerk. Er hat Geduld und Ausdauer und er wird es auch beweisen, ne? Also er wird dir zeigen, dass er das auch genauso umsetzt. Vielleicht hat er auch schon einige Sachen umgesetzt, kann gut möglich sein. Aber er hat hier selber seinen Kopf, er hat seine Ideen, ne? Er wird hier alles umsetzen, was dazu nötig ist, das hier zu leben. Also besser könnte man es hier nicht kriegen. Und auch daran zu arbeiten, sich noch aus irgendwelchen Abhängigkeiten, wo er gerade eben noch drin steckt, sich wirklich auch zu befreien. Ja? Also hier sieht man, da war er vielleicht unter der Fuchtel noch gestanden oder ja, hat sich in der Vergangenheit beeinflussen lassen. Aber das ist jetzt genau das, wo er hier definitiv eine Veränderung hineinbringt und sagt so. Ich möchte das nicht mehr, na, dass ich hier nicht meine Meinung äußern darf, dass ich hier irgendwo gefangen bin, ja, dass ich mich nicht aus irgendwelchen Sachen lösen kann. Da ist er am Arbeiten. Er hat auch mit Sicherheit hier schon gemerkt, dass er vielleicht auch in vielen Dingen viel zu gutmütig war, ja, dass er sich viel zu viel lange gefallen lassen hat und damit ist jetzt Schluss. Also gerade, wie gesagt, für die Dreierkonstellationen wird es jetzt gerade gleich noch spannend. Aber er wird sich daraus lösen, definitiv. Oder wenn es hier noch andere Personen gibt, die hier irgendwo nach ein Einwirken haben, ja, oder eben andere Sachen, die hier noch eine Rolle spielen, die also hier in die Beendigung gehen. So. Das Ganze wird hier mit Sicherheit umgesetzt. Ne? Man sieht ja auch mit Sicherheit hier wieder der Schlüssel zum Erfolg. Ja? Also er ist hier
auf einer guten Linie unterwegs aktuell. Er möchte auch diese Veränderung, ne? Die wird auch mit Sicherheit so eintreffen. So, und jetzt kommt das Spannende hier in der ganzen Legung. Wir haben nämlich einmal das Kind bekommen, also den Neuanfang, den er haben will. Und wir haben hier die Schlange. So, jetzt werden viele bedenken, ja, will er neu anfangen mit der Schlange, mit Sicherheit. Nein, ich habe das nämlich auch nochmal geklärt, aber ich werde mir das eben, wie gesagt, dann im Schneckenreport nochmal genauer anschauen. Und zwar geht es hier darum, dass der Neuanfang, den will er mit Sicherheit, aber man sieht hier, na, es gibt hier noch einige Komplikationen und Verstrickungen. Für viele wird es hier eben etwas sein, das vielleicht noch mit Kind und Frau zu tun hat. Hatten wir, glaube ich, rückwirkend in den letzten Orakeln auch mal, wo ich gesagt habe, hier könnte Kind und eine Frau noch eine Rolle spielen. Wir haben hier die Ex, ne? Das ist die Schlange oder eben auch eine Rivalin, die vielleicht aktuell noch da ist. Ja? Das ist momentan hier noch eine belastende Sache. Also bei vielen wird es ein Kindsthema sein, ja, dass man, wie regelt man das dann? Weil gerade wenn hier vielleicht ein Umzug ist, ne? Und dann ist ja, oder dann stellen sich ja diese Fragen dann in den Raum, wie macht man das mit dem Kind dann? Ne? Kommt ja darauf an, wo man auch hinzieht. Ne? Wie weit ist man da entfernt? Wie regelt man das dann mit den Besuchszeiten und so weiter und so weiter? Also das kann hier momentan eben, wie gesagt, noch eine Sache sein, die gerade sich noch ein bisschen belastend zeigt. Aber wir haben hier die Wolken, das heißt, das Feld wird sich lichten. So, jetzt habe ich natürlich hier auch noch eine ganz andere Energie reinbekommen, und zwar, weil dein Gegenüber hier, ne, glücklich ist, zufrieden ist, endlich für sich einsteht und hier was, ja, hier was beendet, ja, und im Endeffekt jetzt für sich selber da in sorgen möchte, beziehungsweise eben wieder glücklich sein möchte, kann es sein, dass hier tatsächlich mit Sicherheit nochmal eine Dame ums Eck kommt, die hier nochmal mit dem Neuanfang daherkommt. Ne? Und das fand ich sehr spannend. Das heißt, es ist ja immer so, ne, wenn man Energien abzieht und plötzlich ist man glücklich und so weiter, dann kramen sich auf einfach irgendwelche Personen raus, mit denen es eigentlich hier belastend war, immer welche Schwammigkeiten gab, ne? Plötzlich trallen die wieder an und sagen, ja, aber können wir es doch nochmal probieren. Ne? Und das ist alles auf das ausgelegt, weil man dieses Glück des anderen nicht erträgt. So. Das heißt also, hier könnte es eine Ex sein, die nochmal bei ihm auftaucht, weil wir haben ja natürlich auch die Wolke, ne? Die plötzlich sagt, naja, aber könnten wir und so weiter. Es könnte hier aber auch nochmal Unklarheiten eben, wie gesagt, wenn Kind und Frau noch vorhanden sind oder diese Sachen noch nicht geregelt sind, dass man hier tatsächlich nochmal irgendwo einen Neuanfang versucht, ne? Oder es eben, wie gesagt, irgendwelche Komplikationen gibt, die hier halt in dem Bereich noch zu regeln sind. So. Wenn du hier sagst, okay, es gibt hier keine andere Frau und es gibt auch kein Kind, dann ist es einfach so, dass sich der Neuanfang hier noch ein bisschen verzögert. Aber wir haben hier mit der Schlange auch innerhalb eines halben Jahres und wir haben das Schiff innerhalb eines halben Jahres und die Störche symbolisieren auch 4 bis 6 Monate. Also wir sind da schon in diesem Bereich, wo man sagt, gut, okay, es zieht sich vielleicht noch gerade, weil hier einfach etwas beendet wird und dieses Rauslösen hier gerade noch von irgendwelchen Abhängigkeiten kann natürlich hier auch noch ein Mutterthema sein. Es kann auch hier mit Mutter vielleicht noch was zu tun haben, also ein familiäres Thema. Möglichkeiten haben wir viele, ja. Du musst jetzt schauen, wie sich's für dich da oder wie es für dich da stimmig ist. Aber das Feld wird sich lichten. Das heißt, wir haben hier die helle Seite, also ihr müsst das umdenken, das ist hier verkehrt. Die helle Seite zum Kreuz, das heißt, schicksalhaft wird sich also alles auflösen. Die Unklarheiten, die Wolken, die Unstimmigkeiten, Missverständnisse und so weiter, das wird sich verflüchtigen. So, wir haben hier die gefallene Prinzessin drauf. Ja? Und da sieht man schon, das war für mich ein eindeutiges Indiz dazu, dass also hier jemand einfach zu hoch gepokert hat, ne? Und jetzt kommt man da irgendwo wieder daher und möchte es vielleicht nochmal neu versuchen. Ja? Es ist also hier eine, wie gesagt, kann eine Ex sein, eine Nochfrau, die halt nochmal versucht hier. Aber im Endeffekt sieht man auch hier, wenn dieses Thema nicht dasselbe ist, dass hier vielleicht auch jemand erkennt oder erkannt hat jetzt, weil wir haben ja hier noch dieses Rausarbeiten von den Themen, dass man hier einfach in der Vergangenheit auch mehr Schein als Sein war. Ja? Also erstens mal in der Regel von sich selbst, dass er erkennt, dass er hier einiges ja, nicht
ich würde sagen, nicht richtig gemacht hat, ja, aber dass halt einiges irgendwo nicht dem entsprochen hat, dass er da nicht auf seine Intuition, auf sein Bauchgefühl hat, sondern eher gehört hat, sondern eher im Verstand unterwegs war, ne? Aber man sieht schon, dass hier mit dieser Frau, ne, es auch nichts war. Das heißt, es war kompliziert, es war unklar, ne, da, was willst du da machen? Ne? Aber einfach auch nochmal die Erkenntnis dazu bekommen. Ne? Das ist also, hier gibt es eine Lösung, der Schlüssel liegt da. Es wird eine gute Lösung geben, das Ganze. Naja, aber wie gesagt, man wird auch hier sehen, ja, dass man hier einfach zu viel gemacht hat und das letztendlich auch nicht Sinn und Sache war. Ja, also hier kommt sehr viel Erkenntnis rein. Wir haben dann nochmal auch die schwache Lady. Das heißt letztendlich, sich selber oder in dem Sinne selber zu erkennen, dass man sich einfach alles sehr schwierig gemacht hat, weil man vielleicht ja, zu oft nachgegeben hat, zu oft zu viele Dinge gemacht hat, man hatte noch keinen festen Standpunkt nicht, ne? Oder man hat hier auch in der Vergangenheit nicht so schöne Dinge gemacht. Ja, also hier ist so mehr die Erkenntnis, es ist klar, hier irgendwas auf, auch nochmal bezüglich, wie gesagt, Kind und Kegel oder einer Dame oder eben Mutterthema oder eben auch bei ihm selbst, ja, wo er merkt, dass er einfach hier Bullshit gemacht hat in der Vergangenheit. Na, mehr kann man da hier nicht sagen. Also das heißt, die gefallene Prinzessin wird hier auch, liegt hier ja auch schon mit dem Ende da. Ja? Und es kann auch zwischen den beiden irgendwo eine karmische Geschichte gewesen sein, dass also diese Frau musste in sein Leben kommen, wenn natürlich jetzt ein Kind daraus entstanden ist. Naja, wir wissen, es ist immer nicht so toll. Ne? Aber es hat ja immer alles einen Grund in seinem Leben und vielleicht auch daran zu lernen, dass man nicht Gott und der Welt vertraut. Na, auch das könnte hier ein Thema sein, was hier sich gezeigt hat durch diese karmische Verbindung. Ja, das kann auch mit dieser Dame hier, wie gesagt, zusammenhängend. Und da hat man auch gemerkt, dass diese Dame letztendlich kein Durchhaltevermögen hat. Ja, dass das eine ist, die hier gerne auf das Finanzielle schaut, die sich auch selber etwas vormacht. Also es war vielleicht auch so ein Spiegelpartner, was ich hier wahrnehme. Ne? Aber das wird hier alles aufklären. Natürlich auch bei ihm selber, ne, dass man hier zu hoch gepokert hat, wie gesagt, dass man hier vielleicht auch in einen finanziellen Engpass gekommen ist durch diese Situation. Man hatte da einfach auch keine Zukunftsperspektive mehr. Ne? Und man merkt das auch, ich kriege die Energie rein, dass er sich auch selber damit auseinandersetzt, dass man sagt, ja, es ist alles so gelaufen, weil einfach hier, man hat sich da einfach etwas vorgemacht. Ne? Aber wie gesagt, es war hier auch irgendwo karmisch, das musste also so sein, schicksalhaft, aber nun klärt sich hier das Feld. Ja? Besser kann ich es jetzt aktuell gerade gar nicht beschreiben, aber ich finde es eine schöne Energie. Ich bin jetzt dann gespannt, was jetzt wirklich beim Schneckenport rauskommt. Weil dieses Thema mich schon nochmal auch interessiert. Aber hier könnte tatsächlich nochmal jemand andocken, weil man hier, wie gesagt, sieht, dass er mit dir glücklich ist. Ne? Und dann, wir wissen ja immer, dann tauchen irgendwann wieder die ollen Kamellen auf, ne? Die dann wieder versuchen, das Glück zu trüben. Das kennen wir ja alles. Ne? Aber da sieht man auch schon wieder, dass diese Person letztendlich in einem sehr großen Mangel ist. Ja? Vielleicht, wenn man sich jetzt hier trennt, ne? Dass dein Schätzelein hier aus dieser Verbindung rausgeht, natürlich dann auch die Angst da ist, dass man hier in eine finanzielle Notlage kommt, dann geht es dann auch wieder eigentlich nur ums Geld, ja, dass letztendlich dann gegenüber hier für die Zukunft dieser Person verantwortlich gemacht wird, aber man sieht ja, da steckt überhaupt nichts dahinter, ne? Also das weiß aber dein Gegenüber auch. Also hier wird sich einiges klären, ja, also das nehme ich hier mit Sicherheit für diesen Abschluss im privaten Bereich war, also entweder wie gesagt Kind und noch Frau, Ex-Frau, Rivalin, nenn es wie du willst. Es kann aber auch wie gesagt im privaten Thema, im privaten Bereich ein Thema sein, wo man einfach feststellt, dass es hier, sie gibt hier nichts mehr zu holen aus dem Haus. Ne? Also das, da wird er hier definitiv etwas ablegen. So, wir haben jetzt hier unterm Deck noch den Berg, wo es momentan vielleicht noch eine Herausforderung aktuell, ja, oder es gibt noch einige Blockaden. Vielleicht ist er auch gerade hier zugange, mit einer anderen Person das zu klären. Hier hätten wir auch nochmal die Vergangenheit, die hier noch ein bisschen blockiert, ja. Hier kommen nochmal Nachrichten rein über die Öffentlichkeit. Also ich sage ja, hier wird es vielleicht nochmal jemand versuchen,
da die Gefühle mitzuteilen und zu sagen, ja, wir könnten ja hier nochmal versuchen, das Ganze hier in Wachstum zu bringen, ne? Und eine Familie zu sein, aber das kann ich dir gleich sagen, das wird er nicht machen. Ja, also er wird da nicht mehr drauf einsteigen. Kann auch sein, dass er hier vielleicht auch schon mit einem Anwalt zugange ist, behördliche Dinge hier noch zu regeln hat, ne? Damit diese Sache hier ein für alle Mal abgeschlossen wird, weil er steht hier für sich selbst ein. Ja? Also er weiß genau, was er will, und er wird ja auch hier in Kürze kommunizieren. Wie man sieht, wird er dir hier mitteilen, dass es hier eine erfreuliche, positive Veränderung gibt. Ja, so, dann haben wir hier die Lilien drunter, also Ausgleich, Harmonie, Balance, was sich einstellen soll. Na, er ist auch hier bereit dazu, gefühlsmäßig auch hier einen Ausgleich zu machen, das Grübeln abzulegen, ne? Und ist hier eigentlich mit voller Freude unterwegs, hier etwas zu transformieren, zu abzuschließen. Auch hier längere Sachen, die sich bis jetzt hier gezogen hat, möchte man beenden. Man möchte also hier wieder in seine Kraft und Stärke und Stabilität einkommen. Das wird auch kommunizieren. Ne? Also hier sieht man, auch hier haben wir ja wieder die Vergangenheit nochmal am Haus, ne, die hier auftaucht. Da wird es auch nochmal das ein oder andere Gespräch mit Sicherheit geben. Aber ich kann dir auch hier gleich sagen, es wird zu keiner Verbindung mehr kommen mit der Vergangenheit. Also auch hier nochmal die doppelte Bestätigung, weil, wie gesagt, er hier in seinem Selbstwert jetzt ist und da auch hinkommt. Und das heißt, diese Ängste, die mit Sicherheit hier noch belastend waren, die lösen sich hier in Luft auf. Also hier haben wir auch wieder schicksalhaft die Sonne liegen, also das große Glück. Dann haben wir hier nochmal die Lilien, ne? Also alles steht auf Ausgleich und Harmonie. Ja, man wird auch hier der Öffentlichkeit wahrscheinlich mit Sicherheit etwas mitteilen, wie es jetzt hier ausschaut. Ne? Also hier liegt die Kommunikation da. Kann mit Sicherheit nochmal zu der einen oder anderen Diskussion kommen, wie man hier sieht. Ne? Aber es wird hier alles bereinigt. Hier hört jemand auf seine Intuition. Es wird sich auch nochmal ein Geheimnis lüften, wie man hier sieht, in Bezug auf dessen, was hier falsch gelaufen ist. Also man wird dich hier aufklären. Na, du liegst hier mit der Klarheit und dann klärt sich auch die Blockade zwischen euch. Ne? Also alles, was hier für Kummer und Sorgen in der Liebe ja, gesorgt hat bezüglich einer Dame, das wird sich nun verändern. Aber man sieht das hier, also er guckt hier Neuanfang, ne? Auch hier die Mitteilung, dass man hier eine Verbindung beendet, und hier haben wir schon die positive Veränderung drauf. Also hier für viele wird das etwas mit einer Dreierkonstellation definitiv zu tun haben. Dann haben wir hier den Laubhaufen drunter. Ja, hier wird alles weggefegt. Ne? Ist gerade auch ein bisschen stürmisch vielleicht. Vielleicht mit den anderen haben wir jetzt das ein oder andere Unwetter. Ne? Das ist also hier auch so der Sturm, der man sagt, so, hier kommt auch nochmal einiges an die Oberfläche, wie man hier sieht. Aber letztendlich wird die Ernte auch eingefahren. Ne? Man hat also hier keine Lust mehr, irgendwo ein Kreuz rumzutragen, ne? Sondern man möchte diesen Ballast eben ablegen. Ja? Und man sieht ja auch, dass das hier eine komplizierte Verbindung war. Ne? Aber eben mit Lernaufgaben in der Verbindung. Aber nun bekommen wir hier das reine Seelchen. Das heißt, hier ist jemand aufrichtig, hier freut sich auch jemand und man möchte auch hier seine Absichten zeigen, und die sind von Grund auf auch ehrlich. Ja? Also hier wird jemand tatsächlich an der Sache dranbleiben. Es kann auch sein, dass hier, wie gesagt, das Jagdfieber, ne? Das passt hier auch wieder dazu, dass also diese Dame durchaus nochmal ja, irgendwas im Hinterhalt agiert oder plant. Wird sehr unschön sein, aber das sind halt, da setzt man sich letztendlich eigentlich nur immer selber ins Aus. Ne? Also da wird es nicht vorwärts gehen. So, dann haben wir hier die Karrierehochzeit. Ja, man schaut halt momentan auf die Sicherheit. Vielleicht arbeitet er auch momentan viel. Also hier haben wir nochmal auch das finanzielle Materielle, was eine Rolle spielt. Er hat aber schon hier seine großen Pläne und er möchte natürlich auch nach vorne kommen. Natürlich auch dir irgendwo eine gewisse Sicherheit bieten, ne? Aber da siehst du auch, da haben wir wieder hier die Rivale mit der Eifersucht dabei, aber da sieht man schon, diese Dame hat letztendlich keine ehrlichen Absichten nicht, sondern da ist man nur auf die Kohle hier aus, ja. Vielleicht hat er einen guten Posten, vielleicht verdient er gut, ein schlaues Kerlchen, ne? Ja, da hat man natürlich eine gute Partie, und diese gute Partie, die kann man ja natürlich irgendwo nicht gehen lassen, ist auch klar, ne? Also da wird man es tatsächlich nochmal versuchen, aber was ich dir hier schon sagen kann, dass dein Gegenüber hier nicht mehr darauf reinfällt, sondern sehr konsequent hier sein wird. Das heißt, der zieht sein Ding hier durch, der wird auch seinen Standpunkt vertreten und der ist auch durchaus in der Lage, seine Meinung zu äußern. Ja, also hier haben wir ein
sehr schönes Orakel. Wie gesagt, das werde ich mir dann nochmal im Schneckenreport anschauen, mal gucken, was da noch sich zeigen möchte bezüglich dieser Sache. Ich werde auch das 3 ist einer zu viel so bald wie möglich abdrehen, weil das wird hier schon wieder spannend, ne? Aber kaum ist jemand glücklich, muss man schon wieder reinfunken, ne? Es gibt also wirklich so Leute, wo man sich einfach schenken kann, ne? Es ist tatsächlich so, also kaum merken die, dass sie keine Aufmerksamkeit mehr bekommen und dass der andere hier in sein großes Glück reinrennt, da muss man schon wieder hier die Sense schwingen und irgendwo reinstochern, gell? Also das ist immer ein bisschen abartig, aber da sieht man, dass diese Personen halt absolut im Mangel sind. Also du brauchst dir hier keine Sorgen machen. Wie gesagt, das wird er hier nicht mehr eingehen, aber man wird es durchaus nochmal versuchen oder vielleicht mit anderen Sachen wieder ums Eck kommen. Gerade wenn Kinder da sind, ne? Es ist ja auch immer die Kinder als Druckmittel zu benutzen, ist auch wieder so eine Sache. Ne? Aber we will see. Ich bin gespannt, was ihr mir zu berichten habt. Schreibt mir doch gerne hier per WhatsApp, Telegram, Facebook, wie auch immer, wo ihr euch gerne mitteilen wollt. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Vielen Dank auch für die letzten Feedbacks. Hat mich wirklich sehr gefreut und finde ich auch immer mega interessant, was da so bei euch draußen abgeht. Also da bin ich schon selber auch gespannt, was dabei rauskommt oder was ihr mir mitteilt. Ja, in diesem Sinne bin ich auch schon wieder dahin und wir sehen uns mit dem nächsten. Ich drücke euch, bis bald, ciao, ciao, eure Melanie.